Wow! Hey, KI ist wirklich Next Level. In diesem Video erkläre ich dir, was KI bedeutet, wo wir ihr heute schon begegnen und wo die Chancen und Risiken sind. Los geht's! Künstliche Intelligenz, kurz KI oder Artificial Intelligence, AI genannt, bezieht sich auf den Einsatz von computergesteuerten Technologien, die menschenähnliche Fähigkeiten wie Lernen, Problemlösungen und Entscheidungsfindungen können imitieren. Kurz gesagt, es ist ein Programm, das Intelligenzverhalten simuliert. KI-Systeme können an ganz vielen Orten eingesetzt werden. Wir begegnen ihnen schon fast jeden Tag. Manchmal, ohne es wirklich zu merken. Oh. Autopilot activated. Hey Swisscom. In den letzten Monaten sind KIs ein grosses Thema in den Medien. Schauen wir uns doch mal ein paar solche Beispiele an. ChatGPT ist die schnellst wachsende Plattform ever. Fragen wir doch ChatGPT selber, was es genau ist. Ich bin ChatGPT, ein künstlicher Intelligenz-Chatbot, der entwickelt wurde, um menschenähnliche Konversationen zu führen und Fragen zu beantworten. Ich wurde durch maschinelles Lernen trainiert und kann auf eine breite Palette von Themen zugreifen, um Benutzern zu helfen, Informationen zu finden und Probleme zu lösen. Das Modell ist mit einer riesigen Menge an Daten gefüttert worden und ist so in der Lage, menschenähnliche Textantworten auf Fragen zu generieren. Probieren wir es doch nochmal aus. Crazy! Schade, bin ich nicht mehr 6. Klasse. Egal. Ein weiteres Beispiel, das wir oft auf den sozialen Medien begegnen, sind die Bildgeneratoren. Hier handelt es sich um eine künstliche Intelligenz, die aus Texteingaben Bilder generieren kann. Kunst auf Knopfdruck sozusagen. Ein anderes Beispiel sind die Apps, die coole Porträts machen können. Die Programme nutzen Fotos, die ich von mir aufgeladen habe, um daraus neue Bilder in einem bestimmten Stil herzustellen. Die App nutzt das Wissen von Tausenden von Kunststilen, um neue Kunstwerke zu generieren. Solche KIs sind wunderbare Werkzeuge, die uns ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Aber man sollte ein bisschen vorsichtig sein. KIs sind Stand heute nicht fehlerfrei. Die Resultate, die Systeme generieren, liegen immer gewisse Daten zugrunde. Es ist nicht immer klar, welche Daten das sind und woher sie kommen. Auch die Rechtslage ist nicht immer abschließend geklärt. Sind die Künstler damit einverstanden, dass ihr Stil kopiert wird? Und was passiert eigentlich mit den Fotos, die ich vorher aufgeladen habe? Darum gilt bei der Verwendung von KIs immer Faktencheck und mit Vorsicht genießen. Neue Technologien verändern die Art und Weise, wie wir leben. Es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, uns immer wieder neu darauf einzustellen und einen guten Umgang damit zu finden. Weitere Informationen zu KI findest du auf unserer Campus-Seite. Mein Name ist Marcel und bis zum nächsten Mal.